Hallo liebe 96-Fans, neben dem HSV-Spiel am Sonntag findet natürlich auch der Super Bowl statt. Und zur kleinen Einstimmung haben Hübi und ich uns gedacht, spielen wir mal ein bisschen nach. Leider hat es mit den Trikots nicht ganz hingehauen. Wir haben leider nur ein New England Patriots-Trikot organisieren können. Deswegen bin ich meinen Seattle Seahawks treu geblieben und werde es probieren, mit dem Trikot von Russell Wilson die Challenge zu gewinnen. Die heutige Challenge wird sein, dass Hübi und ich versuchen, von der 16-Meter-Linie den Ball im Best of Five, also jeder 5 Versuche, gegen die Latte zu werfen. Wer die meisten Treffer hat, wird gewinnen. Sollte es unentschieden stehen, entscheidet das Sudden Death. Mal schauen, wer gewinnt. Ja, du fängst an. Also ich fange an. Ja. Alles klar. Also ich fange den ersten Treff. Der war nur zu kurz. Einer muss in den Kraftraum noch mal rein. Ja, aber willst warte mal. Du mich verarschen? Der war super, der war so viel vielleicht. Der war super, okay? Touché. War das die Latte? Das war nicht die Latte. Was? Klar ist der von der Latte auf das andere. Das war das hintere Ding, der Mann. Ist von der Latte auf das Ding. Wir haben es ja auf Kamera. 1-0. Ja, möchte ich noch mal einen Videobeweis vielleicht? Ha? Wie in der NFL noch mal kurz raus auf den Monitor schauen. Also 1-0, oder was? Ich glaube noch nicht ganz, aber. Schau nicht, ich hab's dir doch gesagt, Junge. Ich hab's dir doch gesagt. Boah, das ist zu kurz, Alter. Warum ist das zu kurz? Ja, es regnet auch. Das sind Bedingungen in Minnesota, ist nicht so ein Wetter. Das ist ja, aber normal kriegt auch immer einen neuen Ball dann hin. Ja, normalerweise kommt immer der Ball von außen, aber. Okay. Oh, der ist gut. Zu weit. Shit, Alter. Der hat zumindest gut ausgeschaut. So, jetzt mal zu weit lieber, oder? Als zu kurz. Nein. Dö. Zu kurz. Also wenn ich ihn jetzt schon mache, bin ich praktisch schon fast auf der sicheren Seite, oder? Fast, ja. Weißt du, was das Problem ist? Ich muss erst so ein bisschen laufen wie Russell, weißt du? Ha? Ja, du musst erst ausbrechen. Ja, ich muss auch ein bisschen links und rechts laufen. Das ist nicht so wie Tom Brady, einfach nur stehen und werfen. Sag was. War der auch nicht dran? Der war dran. Also den können wir auf alle Fälle zählen. Ja, ich sag's ja, Tom Brady. Ja. Tom Brady am Wochenende. Also ist das ein Druck? Also ich muss ist treffen. Ist das, ne? Ein Druck? Oh. Der war nicht schlecht. Gut. Scheiße. Der ist gut. Aber der war unten erst gegen. Ja, das ist jetzt die Frage. Er versucht irgendwas, Alter, wie krank. Nein. Verdammt. Guter Wurf. Aber egal. Vielen Dank. War mir eine Ehre. Vielleicht ist das auch ein Zeichen für einen Super Bowl. Wer weiß. Ja, ich sag dir. Haben sie die Patriots dann auch verdient zu gewinnen, ne? Ja, Tom Brady lässt sich das nicht nehmen am Sonntag. Ja, liebe 96-Fans, leider habe ich verloren. Hübi hat das toll gemacht, oder? Ja, ich denke, Johnny war ein guter Gegner. Hat die Qualität leider nicht gehabt. Ich werde auf jeden Fall den Patriots am Wochenende auf die Daumen drücken, weil ich nicht der größte Fan von den Eagles bin, aber ich glaube, die geht es nicht anders. Ja, also die Patriots, glaube ich, werden das auch machen. Ich glaube, dass sie über die Saison hinweg auch richtig gut waren und Tom Brady hat es verdient. Er ist eh schon eine Legende, aber er wird das auch immer noch machen. Und wir wünschen allen, die das anschauen, das Spiel, den Super Bowl, viel Spaß dabei. Ein bisschen länger wach bleiben diesmal. Schöne Grüße auch ans RAN-NFL-Team. Macht weiterhin so einen guten Job und viel Spaß dabei.